Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Lasst mich rein, ihr Griechen, sonst fange ich an zu riechen. Sind so milde Gaben, ich möchte dich gern vergraben. In diesem Sinne, mit dieser wunderschönen Weihnachtsgeschichte aus der Magi-Bibel, 13. Jahrhundert vor Christi, möchte ich mich nochmal in diesem Jahr melden, beziehungsweise zum letzten Mal in 2012 und ja, nach langer Zeit mal wieder einen schönen Weihnachtsgruß hinterlassen für euch in der schummrigen, schönen Atmosphäre, wo man vor allen Dingen überhaupt nicht sieht, dass ich mich überhaupt nicht rasiert habe. Und auch andere Dinge nicht sieht, die kann man gut kaschieren damit. Aber ich finde, zu Weihnachten passt ja auch ein langer Bart. Ja, ich stelle mich jetzt wieder völlig spontan hier euch zur Verfügung. Habe das einfach mal eben gerade beschlossen und war keine Ahnung, was ich jetzt erzählen soll. Aber im Endeffekt ist es ja so, möchte ich mich natürlich erstmal bei euch wieder bedanken. Und das machen wir als erstes erstmal mit einem wunderschönen Lied. Irgendwo geht dieser Hut hier an. Warte mal, ich weiß nur nicht wo. Und wo das... So, extra für euch. Ach, ich kann immer schon gut tanzen. So, das reicht. Denn das Scheiß. Wo geht denn? So, also, das war jetzt mal eine spontane Einlage extra für euch. Ich vergesse immer, wo man das Scheißding ausschaltet. So, also, jetzt wo ich ein bisschen albern angefangen habe, will ich natürlich jetzt auch ein bisschen seriös sein. Und zwar möchte ich mich erst einmal, ich meine, ich habe jetzt keinen Oscar gewonnen oder sonst was für einen Preis, aber als erstes möchte ich mich erstmal bei euch bedanken, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, dass ihr mir zum größten Teil auch in diesem Jahr die Stange gehalten habt, denn mit zunehmendem Alter klappt das nicht mehr ganz so alleine bei mir. Und ja, dass ihr mir trotzdem zugehört habt und zugesehen habt, mir geschrieben habt, auch wenn der eine oder der andere, man merkt schon, dass man älter wird, ja, ein bisschen frustriert oder enttäuscht war, dass er mich vielleicht in diesem Jahr ein bisschen zu wenig gesehen hat. Ja, ich habe es euch ja schon ein paar Mal erklärt, lieber bisschen weniger, als wenn ich nur noch Müll rausbringe oder nur noch so zwanghaft was mache. Deswegen habe ich ja auch meine News-Videos aufgegeben. Das war nur noch Zwang, 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 Druck, Druck, Druck. Wenn ich eine Minute nach 19 Uhr noch nicht mein Video veröffentlicht hatte damals, ich habe ja 100 News-Videos rausgebracht, wie ihr ja wisst, jeden Sonntag, 19 Uhr in der Regel, dann kam da gleich eine Protestwelle, ey, wo bleibt denn dein Video und so. Nee, also nach Volumen 100 hatte ich die Faxen dicke. Und jetzt mache ich halt, was ich will. Und ja, ich denke mal, das wird das letzte Video in diesem Jahr werden. Heute ist der 9.12.2012. Es sei denn, ich habe noch eine spontane Idee. Ja, ich habe ja auch ein Wutvideo vor kurzem gemacht, wo ich mich über die ganzen hohen Rechnungen aufgeregt habe. Das hat auch der Weihnachtsmann gesehen. So, liebe Kinder, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Aber dieses Jahr ist nichts mit Weihnachtsmann. Da kommt eventuell einer von der Gewerkschaft oder Steinbrück oder vielleicht sogar der Nikolaus, obwohl man ja munkelt, dass das ein und dieselben gleichen Personen sind. Aber haltet tapfer durch. Notfalls kommt der mit den langen Ohren. Ihr wisst, genau. Popeye. So. Ihr fragt euch vielleicht, was wollte er vorhin mit den Klingelingeling-Eingangsgedanken euch mitteilen? Ganz einfach gar nichts. Ich wollte einfach nur ein bisschen Zeit schinden und einen meiner, ja, durchaus schlechten Witze wieder vom Stapel lassen, um euch auch weiterhin psychisch zu schaden.
So, jetzt kommen wir mal ein bisschen ernsthaft darüber. Für mich war das Jahr 2012 relativ belanglos, muss ich sagen. Es gab keine Höhepunkte. Meine Hündin ist letztes Jahr gestorben, im März, und das war ein Höhepunkt. Und in diesem Jahr war irgendwie gar nichts. An meinem Geburtstag passierte nichts. Weihnachten wird jetzt auch wieder nichts passieren. Da sitzt sie wahrscheinlich auch schon wieder herum. Das ist halt so, wenn man keine Familie hat. Insgesamt gesehen, was jetzt meinen Gameladen anbetrifft, hier in Berlin, habe ich mich auch so mit Ach und Krach retten können, von einem Monat zum anderen. Mal musste ich was reinbuttern, mal nicht. Ich habe einfach eingesehen, ich hätte jetzt im November kündigen müssen, um im Februar aus dem Vertrag rauszukommen. Also ich habe ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Ich habe den Vertrag wieder ein halbes Jahr verlängern lassen bei meinem Ladenvermieter. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Ära der kleinen Game-Läden, wo jetzt, sagen wir mal, so Ein-Mann-Betriebe wie ich oder so, die ist schlicht und ergreifend zu Ende. Es gibt aber eine einzige Rettung, vielleicht noch vorübergehend, und das ist Online und Internet. Eigenen Online-Shop mache ich nicht. Ich hatte schon mal einen vor ein paar Jahren, der war mal gar nichts, und da muss man auch ständig was Neues, Preise, das alleine ist das unmöglich. Und ich bin sehr stark bei Amazon vertreten, wobei ich da ausschließlich Musik-CDs verkaufe, aber auch will jetzt auch langsam mit Spielen anfangen. Und ich habe immer einen ganz starken Denkfehler, das vielleicht auch ein bisschen daran schuld ist, dass ich ein bisschen weniger Erfolg habe. Es ist, ich kaufe ein Spiel an und dann gucke ich im Internet nach, zum Beispiel bei Amazon, eBay oder sonst was, was hat das derzeit für einen Marktwert oder was kostet das neu? Und daraus errechne ich mir dann meinen Gebrauchtpreis. Und denke ich auch bei Amazon rein und sage, nee, also das setze ich da nicht rein, da kriege ich ja so wenig. Entscheidend ist eigentlich nicht, was man für ein Spiel kriegen könnte, sondern was man auch für ein Spiel bezahlt hat. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2 Euro für ein Spiel bezahlt habe, dann ist 15 oder 16 Euro bei Amazon eine ganze Menge. Aber ich gehe immer nur danach, was könnte ich daraus machen? Und so kommt es, dass ich manchmal 2, 3, 4 Mal dieselben gleichen Spiele bei mir im Laden stehen habe, nur weil ich sage, also für den niedrigen Preis, was ich manchmal bei Amazon kriege, biete ich es nicht an. Und da muss ich jetzt umdenken, dass ich wirklich im Grunde genommen alles reinsetze im Internet, außer schlecht erhaltene Ware. Nur so hat mein Laden in Zukunft auch eine Chance. Es ist leider so, eine Zeit lang, es geht ja seit 2005 schon bergab, so richtig krass ist es so seit 2008. Ich habe das auch mal eine Zeit lang persönlich genommen, aber es hat nichts damit zu tun. Es ist immer so gewesen, man hat Kunden verloren, man hat Kunden gewonnen, aber egal wo man redet, egal mit wem man redet, natürlich gibt es Ausnahmen, ja. Es gibt Leute, die haben Erfolg, aber ausschließlich deswegen, weil sie im Internet sind. Wenn man den ganzen kleinen Fachläden das Internet schließen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass 90% davon nicht lange durchhalten. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich das Seil verloren, ey. Na, ist ja auch geil. Ist ja auch egal. So, also Internet ist für mich halt, wie gesagt, die große Hoffnung, die ich habe. Und, ach so, genau, mit dem persönlich nehmen. Ich habe ja auch mit meinem Großhändler gesprochen und der meint auch, also du bist einer der ganz wenigen, der überhaupt noch übrig geblieben ist. Und auch die Verkaufszahlen in den Geschäften bei den größeren ist auch alles nicht mehr. Das liegt aber nicht nur an Raubkopien, sondern es liegt auch daran, dass viele Leute sich ihre Spiele online kaufen oder sich gar nicht mehr kaufen, sondern runterladen. Ich meine, ich habe jetzt ein iPad seit einem Monat. Und habe mir da hunderte von Apps runtergeladen für null und nichtig, gar nichts bezahlt und beschäftige mich damit fast nur, dass gar keine Zeit für Konsolenspielen. Also das ist, glaube ich, auch eine Zukunft, Downloaden etc. So, ich melde mich gleich zum zweiten Teil, denn nach 15 Minuten ist die CD hier voll. Und ja, und dann gucke ich mal, was ich euch noch vollsülzen kann, euch das. Bis gleich.
da seid ihr ja schon wieder. Ich werde mal jetzt weihnachtlich passender aussehen, so liebe Kinder. So sieht der Weihnachtsmann nämlich in Wirklichkeit aus. Oder für die ganz Kleinen habe ich auch extra was vorbereitet, damit ihr alle seht, guckt mal, so sieht der Weihnachtsmann in Wirklichkeit aus. Aber damit ihr nicht so eine Angst vor mir habt, setze ich jetzt wieder, ach wisst ihr was, ich setze mal die richtige Weihnachtsmütze auf. So, also komme ich nochmal zurück. Ich war ja kurz weg. Das war jetzt zu den Videospielern mit der Zukunft. Es ist schwierig, ich bin jetzt seit 12 Jahren selbstständig. Ich hatte also seit 12 Jahren den Laden in Berlin. Ich hatte schon von 1991 bis 1994 einen. Da habe ich noch japanische Sega Mega Drive Spiele und Super Nintendo Spiele verkauft. Also war einer der ersten Game-Fachgeschäfte deutschlandweit überhaupt und in Berlin sowieso. Und ja, 12 Jahre ist eine lange Zeit. Da kann man nicht alles falsch gemacht haben, sonst ist man nach 12 Jahren nicht mehr da. Aber ich bin auch nicht jemand, der nach außen hin vorgaukelt, wie reich, wie schön alles noch ist oder was weiß ich. Also entweder kriege ich jetzt rein online-mäßig noch im nächsten Jahr die Kurve oder ich muss einfach die Konsequenzen zum Sommer nächsten Jahres ziehen und sagen, so, das war's. Und dann gucke ich, dass ich wieder beruflich mich irgendwo einstellen lasse, ist auch eine gute Idee, dann komme ich endlich aus dieser verdammten Privatversicherung raus. Und wenn man das mal so nimmt, was ich, die Verkäufe von Spielen haben bei mir, sind bei mir nicht nur rückläufig, sondern wenn man jetzt nur das nimmt, was man im Laden verkauft, klar, wenn Call of Duty Black 2 bla rauskommt, klar verkauft man noch gute Stückzahlen. Nicht mehr so wie früher, wenn ich bedenke, damals als GTA 3 rauskam auf der PlayStation 2, da habe ich 140 Stück an einem Tag verkauft für einen kleinen Fachladen. Rekord, ja. Jetzt kann ich froh sein, wenn ich vielleicht von so einem Topseller 30 verkaufe oder 40 höchstens. Und das, obwohl ich meistens 3 Tage schneller bin als die Konkurrenz, auch als die große Konkurrenz und auch, nicht immer, aber meistens auch günstiger bin. Und also das alleine reicht nicht mehr aus, weil ganz einfach, wenn dann nämlich keine neuen Spiele erscheinen, dann war das früher immer so, dann haben eben die Gebrauchtspiele funktioniert. Aber die funktionieren überhaupt gar nicht mehr. Also wir verkaufen dermaßen wenig Gebrauchtspiele, ob das jetzt nun an den Codes liegt, die man wieder neu einlösen muss, etc. etc. Da kann man teilweise Preise auftackern, wie man will. Die Leute kaufen das kaum noch. Und ich verdiene mein Hauptgeld eigentlich mit Musik-CDs und DVDs, entweder per Tisch draußen vorm Laden, selbst bei dem Wetter stellen wir Tische raus, oder eben über Amazon. Aber ja, im Grunde genommen braucht man da nicht jammern, das war alles abzusehen, dass das irgendwann mal passiert. Ich habe in den letzten 12 Jahren so viele Läden hier in Berlin sterben sehen, und darunter waren einige, die waren erheblich größer als ich. Wahrscheinlich deswegen sind sie auch. Also ich bin da jetzt offen. Ich habe jetzt ein halbes Jahr noch verlängert. So, das zu meiner beruflichen Zukunft. Natürlich, was ich hier so locker erzähle, macht mir natürlich schon ein bisschen Schiss. Ich meine, ich bin jetzt, werde jetzt nächstes Jahr 48. Da ist es auch nicht mehr so, dass alle schreien, komm zu mir, Matti. Es ist ja immer das alte Problem. Ich könnte schon Karriere machen, auch in Firmen, die ihr auch kennt, aber das Problem ist halt mein Englisch. Da sagen dann schon Firmen, pass mal auf, wir würden dich ja nehmen, sei es als Pressesprecher dies oder jenes oder als Redakteur, egal was, aber du musst Englisch lernen. Ja, und mit dem Englisch ist das bei mir so eine Sache. Also die Zukunft wäre denn schon offen, wenn ich dann halt perfekt Englisch sprechen würde. Mir wäre es natürlich lieber, es ist nicht notwendig, aber ich sehe es ein. Zum Beispiel, wenn man jetzt bei irgendeiner Game-Zeitung arbeitet, dann muss man Interviews führen oder man fliegt mal nach Taiwan zu einer großen Videospielmesse oder nach sonst wohin, ja, oder nach Buklabuk auf Hawaii oder so. Und da muss man natürlich die internationale Sprache sprechen, Englisch. Und ja, da außer Yes und No und Fuck You und Au revoir, Merci, Bonjour, gar nicht viel Englisch. So, das war jetzt also die berufliche Sache. Ja, sonst
geht's mir einigermaßen. Man wird halt älter, das Bindegewebe insgesamt, das betrifft Bauch, Po, Wangen, alles hat eine Neigung zum Fußboden hin. Das ist normal in meinem Alter. Und ich gucke mich jetzt natürlich schon langsam nach Stützrädern um für meinen Bauch und für meinen Arsch, damit das nicht so auf dem Boden lang schleift. Aber das bringt das Alter mit sich. Und die Jungen, die jetzt kichern, wartet mal ab, ihr werdet vielleicht auch mal eines Tages alt, wenn ihr Glück habt. Und ja, mein Chinchillas ging es jetzt auch gut in diesem Jahr, war keiner krank, nichts, gar nichts. Moritz hatte mal kurzzeitig Durchfall einen Tag, aber da will ich jetzt auch nicht so genau drauf eingehen. So, ihr könnt unter diesem Video eure Weihnachtsgrüße schreiben, sei es nun an mich oder an andere Leute oder an die Zuschauer oder an euch selbst. Ihr könnt auch runterschreiben, was ihr so Weihnachten macht oder Silvester oder wenn Weihnachten vorbei ist, was ihr Weihnachten gemacht habt oder geschenkt bekommen habt und so bla. Ist ja wie immer bei mir unter meinen Videos seid ihr immer herzlich willkommen. Eure Meinung, eure sachliche Meinung, das interessiert mich. Ich lese alle Kommentare und ich weiß, dass die viele Leute auch sehr daran interessiert sind, was meine Zuschauer und Zuschauerinnen unter den Videos schreiben. Also, eure Meinung ist genauso gefragt wie meine nicht. So, ja, wie gesagt, Silvester werde ich zu Hause verbringen, so wie die letzten gefühlten 80 Jahre auch. Ich muss die Rollläden runtermachen und meine Chinchillas die Pfoten halten, weil die bei jedem Knall zusammenzucken. Früher bei meiner Hündin musste ich das auch machen. Silvester macht mir aber nichts groß aus, zu Hause zu bleiben. Weihnachten werde ich schon sentimental und wenn dann so die Bescherung ist, dann denke ich, Mensch, wozu feiert man Weihnachten? Ja, um Fettgeschenke zu kriegen. Und, oder warum feiert man Weihnachten? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich guck mal kurz, ob ich in der hier was drin finde. Nee, hoch von Norden komme ich her. Mein Bauch ist mir so schwer. Das ist eine Zitatweisheit von Julius Caesar den Siebten. Und bevor ich jetzt völlig in Schwachsinn abschweife, überlege ich noch mal ganz kurz, ob mir noch was Ernsthaftes... Achso, genau. Ich verleihe euch auch in diesem Jahr den Pokal als beste Zuschauer und Zuschauerin überhaupt. Ganz besonders bedanke ich mich natürlich auch bei meinen Facebook-Fans. Ich bin ja sehr bei Facebook mit drei Seiten vertreten. Einmal mit so einem ganz normalen, wo ich normale Sachen poste. Dann einmal mit meinem Laden. Ja, auch eine eigene Seite, Komet Game Store, dann ja, ich als Komet Marty und dann ein Kanal bei Facebook, wo ich halt nur meine Humorvideos veröffentliche. Und Twitter habe ich mich auch angemeldet, aber da immer alles, was ich bei Facebook mache, das wird dann automatisch bei Twitter und so weiter. Ja, und bei YouTube bin ich auch noch zugänglich. Ich werde, denke ich mal, weitermachen. Mir fehlt ja auch das alles ein bisschen. So, Ziele, Wünsche, ja, ich muss mir nicht wünschen, mit dem Rauchen aufzuhören, weil ich nicht rauche, aber ich könnte anfangen, dann könnte ich es mir halt wünschen. Saufen tue ich auch nicht, ficken eigentlich auch nicht, naja, also was soll ich mir dann wünschen? Ich wünsche euch aber, und das meine ich ernst, und übrigens ist ein bisschen spät, aber das Video ist selbstverständlich ab 18. Also alle, die jetzt zugeschaut haben und noch keine 18 sind, sind für ihr ganzes Leben lang geistig, rhythmisch, und auch körperlich, psychisch und physisch total am Ende. Ihr werdet das spätestens in 3-4 Jahren merken, wenn die Zuckungen anfangen und ihr feststellt, dass ihr auch keine Freundin findet und anfangt Modern Talking zu hören. Dann wisst ihr Bescheid, ach ja, ich habe damals das Komet-Video da gesehen, Komet-Matti-Video, daran liegt es. Hätte ich am Anfang zeigen sollen, tut mir leid. So, ja, ansonsten wünsche ich euch, und das meine ich jetzt ganz ernst, das ist auch noch, was ich noch schnell sagen wollte. Ihr wisst, ich probe ja nicht meine Videos. Ich habe noch in keinem einzigen Jahr in meinem Leben von so vielen Menschen Abschied nehmen müssen, also beziehungsweise erfahren müssen, dass sie gestorben sind. Bei mir auf der Bank arbeitet ja auch ein älterer Herr, der hat mich immer bedient. Ich traue mich gar nicht zu fragen, wo der ist,
weil ich Angst habe, die sagen mir, er ist gestorben. Eine Apothekerin, meine Lieblingsapothekerin ist gestorben. Eine Mutter vom Stammkunden bei mir ist an Krebs gestorben. Die Apothekerin auch. Und ein anderer, wo ich früher mal gebabysittet habe, der Vater, der ist an Speiseröhrenkrebs gestorben. Ich habe noch nie so viele Leute in diesem Jahr oder in den letzten Jahren sterben sehen. Das hat mich sehr bedrückt und sehr nachdenklich gemacht. Und deswegen kommt das vom Herzen. Ich wünsche euch wirklich vollste Gesundheit, egal ob Freund, ob Feind. Bleibt gesund, das ist das aller Wichtigste. Bleibt optimistisch, ehrlich, werdet nicht unehrlich, macht keine Verbrechen und denkt nicht nur an euch. Und ja, bleibt vor allen Dingen gesund und mir, soweit ihr das wollt, weiterhin positiv gewogen. Bis dann. Euer Matti aus Berlin. Und jetzt habe ich hier eine Geräuschliste und ich drücke jetzt dreimal was, ich weiß nicht was, das ist euer Überraschung, euer Weihnachtsgeschenk. Mal sehen, was ich ertippe. Gar nichts, die Batterie ist leer. Ach Menno, das wusste ich jetzt gar nicht. Oh, das ist mein Lieblingsspielzeug. Ach, was für ein Scheißende. Wisst ihr was? Wo ist das denn jetzt? Dann machen wir das wieder, ne? Was ist das Scheiße? Ciao! Und Merry Christmas! Leute, denk hier, ey!